Hallo, liebe Freunde von Easy German. Letzte Woche haben wir mit Dana zusammen ihre deutsche Aussprache geübt. Und da haben wir euch gefragt, uns doch mal in den Kommentaren eure Fragen zu schicken, aber auch die schwierigsten deutschen Worte. Was findet ihr schwierig auszusprechen? Da haben wir ganz schön viele Antworten bekommen. Johnny Murphy schreibt, ich würde sagen, dass Eichhörnchen ein schwieriges Wort ist, aber ich habe gehört, dass Squirrel auch nicht einfach ist. Stimmt, Squirrel ist ungefähr genauso schwierig für uns, wie Eichhörnchen für euch ist. Zoe Welsh fragt, wie ausgesprochen die Kirche versus die Kirsche? Kirche, Kirsche, Kirche, Kirsche. Witzig ist, dass viele Deutsche das selber auch manchmal durcheinander bringen und sie sagen, ich gehe in die Kirche. Sie meinen aber, ich gehe in die Kirche. Spence B. Ein schwieriges Verb ist Röntgen. Zum Beispiel, der Arzt röntgt. Das stimmt, denn tatsächlich wird Röntgen im Infinitiv wie ein G ausgesprochen. Aber wenn man es konjugiert, wird es wie ein CH ausgesprochen. Röntgen, ich gehe zum Röntgen, aber der Arzt hat mich geröntgt. Oder ich röntge, aber er röntgt. Er röntgt, heute schon geröntgt. Berühren, Solitarian schreibt, berühren is very difficult for me. Each R seems to have a different sound. Stimmt. Deswegen demnächst noch eine extra Episode. Oh, der ist gut. Frau Jass schreibt, der Schrägstrich. Der Schrägstrich. Der Schrägstrich. Schrägstrich, Schrägstrich, Schrägstrich. The Shantum schreibt, also ich kann das Wort Lehrer irgendwie nie richtig aussprechen. Das finde ich schon ziemlich scheiße, weil das Wort verdammt oft benutzt wird. Gut gesagt. Kleiner Tipp, ihr könnt Lehrer auch einfach so euch denken. L-E-R-A. Lehrer. Ist eigentlich fast genau die gleiche Aussprache und macht es sehr viel einfacher. E-R kann man eigentlich immer durch A ersetzen im Deutschen. Zum Beispiel Lehrer, Lauter, Mutter, Mutter. Michael Formenko schreibt uns. Okay, ein Wort von mir. Sprachrohr. Sprachrohr. Der Übergang von C, H zu R fällt mir so schwer. Das fällt uns auch schwer, lieber Michael, denn C, H, R ist nicht die beste Kombination. Sprachrohr, wenn man das schnell aussprechen will, ist es auch für Deutsche schwierig. Sprachrohr. Sprachrohr. Warum ist das schwierig? Weil dieses CH wird quasi hier hinten gebildet, wenn ein A davor ist. So wie bei Krach. Und das R auch. R, ra. Sprachrohr. Faisal Al-Wali schreibt, wow, für die Umlaute. Pronounce these three words in the plural and singular, then listen for the umlaut sound. Äpfel, Mütter, Töchter. Tatsächlich eine gute Übung. Der Apfel, die Äpfel. Die Mutter, die Mütter. Und die Tochter, die Töchter. Matthew Wozniak schreibt, how to pronounce wahrscheinlich beschäftigt, Eichhörnchen, 20, Röntgen und wettbewerbsfähig. Bimo Harsandi schreibt, how to pronounce das Straßenverkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Das solltet ihr unbedingt lernen, das ist ein super deutsches Wort. Und and this tongue twister, I failed on this one. Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt frisches Fitze. Wenn man es liest, ist es tatsächlich einfacher. Fischers Fritze fischt frische Fische fischt Fischers Fritze. Ist doch ganz einfach, oder? Kannst du nächstes Mal ein paar Tipps dafür, wie man sich zwischen O, Ö, U, Ü unterscheiden kann? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Für uns ist es einfach, weil wir sprechen schon immer so. Ich habe da eben auch einen ganz guten Tipp gelesen in einem unserer Kommentare. O ist im Prinzip wie ein O mit einem E. Das wird auch so geschrieben, wenn man keinen Umlaut hat, kann man O, Ö durch OE ersetzen. Und ihr müsst einfach so tun, als würdet ihr mit dem Mund ein O bilden. O und dann aber versuchen, ein E daraus zu machen. Ö. Das gleiche beim U. Ihr versucht also mit dem Mund so ein Spitzenmund, ein U zu formen, aber dann versucht ihr ein I da rein zu machen. Ü. Ü ist quasi U und I zusammen. Ü und
Ö ist O und E zusammen. Ö. Nyroxnair schreibt Hundchen versus Hühnchen. Hundchen, Hühnchen. Hundchen ist quasi der kleine Hund. Hühnchen ist das kleine Huhn. Hundchen, Hühnchen. Hundchen, Hühnchen. Hundchen, Hühnchen. Hundchen, Hühnchen. Hundchen, Hühnchen. Mr. Little Nerd schreibt, danke für dieses tolle Video. Bitte, Mr. Little Nerd. Manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, deutsche Wörter von anderen Sprachen wie Englisch oder Französisch auszusprechen. Zum Beispiel recyceln. Ich habe immer versucht, das wie das englische Recycle auszusprechen, aber das ist nicht richtig, weil das Y eigentlich wie ein U-Ton ist. Das stimmt nicht. Wir sagen auch recyceln. Recycle, oder? Das ist gleich, oder? Witzig sind übrigens auch englische Worte, die im Deutschen eigentlich auch englisch ausgesprochen werden, aber Leute sie wie deutsch aussprechen. Zum Beispiel Steak und das Steak. Manche Leute sagen das. Ich habe einen Steak gegessen. Aladdin Benzin schreibt, für Marokkaner gibt es kein schweres Wort zu sagen. Da sage ich doch Gratulation für dich, Aladdin. Du hast natürlich Glück gehabt, wenn du alles schon aussprechen kannst. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Denk dran, morgen kommt eine neue Folge Easy German und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ich hätte gerne eine Bratwurst. Oh nein, das ist auch schwierig. Eine Bratwurst im Brötchen mit Senf oder Ketchup? Mit Ketchup.